Noch so eine Zigarre. Wir wurden doch ganz am Anfang, als wir hier waren, verfolgt, ne? Von einem. Und dann ist doch auch, dann lag doch auch überall so eine brennende Zigarre. Tatsächlich. Irgendwas an Demoiselle Leni ist wirklich seltsam. Ich sollte mal ein Wort mit ihr reden. Möchtest du jetzt hier sowas? Ich hatte gehofft, Demoiselle Leni hier zu finden. Dafür ist der Schlüssel auch nicht. Leni le Tochter? Nee. Leni stammt ja von dem anderen. Ach, wer heißt denn der hier nochmal? Den haben wir am Anfang kennengelernt. Der Typ, wo Dana dann das Praktikum gemacht hat im Sommer. Von dem ist ja Leni die Tochter. Tatsächlich. Keine Zeit, die Hütte nochmal zu durchsuchen. Ich muss die gefrorenen Leichen finden. Ja, aber wofür ist denn der Schlüssel? Was kann ich damit aufziehen? Da komme ich nicht hoch. Nee, sieht sehr staubig aus. Sieht das aus wie von so einer Spieluhr oder so, ne? So ein Schlüssel. Aber warum steht das Ding eigentlich hier unten? Das brauchst du doch, um hochzukommen. Irgendwas übersehe ich hier, glaube ich. Ist hier vielleicht was auf dem Tisch, was ich nicht sehe? Wie, nee. Eine Tablette nehmen? Warum eine Tablette? Warte mal, vielleicht... Hat das was mit meinem Dings draußen zu tun? Warte mal kurz. Ich guck mal kurz draußen, ob irgendwas ist. Hier sind doch Scheinwerfer. Leni hat ihren Aussichtsposten verlassen. Kaum überraschend bei dem Sturm. Oh, steht einer. Aber warum sind hier so viele Lampen? Gefrorenen Leichen vom Teufelskragen. Das Forensik-Team musste sie raufbringen. Wegen des Sturms. Aber der Generator hat versagt. Die Leichen könnten Schaden nehmen. Wo ist Demoiselle Leni? Oh, sie schläft in ihrem Zimmer. Sie ist zusammengebrochen, nachdem das Forensik-Team wegging. Oh, was ist passiert? Das hatte sicher mit den Leichen zu tun. Ich meine, sie starrte ständig in diese Richtung. Und dann, als sie sie vom Teufelskragen herbrachten, war es, als hätte sie ein Gespenst gesehen oder so. Beinahe, als ob... Als kenne sie die Verstorbenen. Was? Kümmert sich jemand um sie? Oh ja, keine Sorge. Dieser Einsiedler, der ihr manchmal Holz und Lebensmittel bringt, ist bei ihr. Okay, dann gehen Sie jetzt wieder rein. Ich kümmere mich um den Generator. Sind Sie sicher? Absolut, gehen Sie nur. Los! Ich muss sowieso im Zelt etwas nachsehen. Na, wie praktisch, dass die Leichen jetzt hier oben sind, Tom. Achso. Aha, schau mal. Hier muss etwas fehlen. Nicht? Okay, ich hätte gedacht, das passt. Der Tank ist leer. Ich muss Treibstoff finden, damit ich den Generator einschalten kann. Sind Sie nicht vorhin auf einen Kanister gestoßen? Sehen Sie doch mal nach. Ja, danke, Oscar. Ich bin dabei. Das
Das ist die ganze diese Melodie im Ohr, ne? Warum werde ich beobachtet? Und warum kommt da so gruselige Musik? Was genau passiert hier? Passt das Ding mir jetzt hier rein vielleicht, wenn der Tank... Nein, ich glaube nicht. Okay, dann... Da muss ich nochmal reingehen. Es war ein bisschen gruselig, aber einmal die Musik hier. Ich habe mich sehr beobachtet gefühlt. Oh, dieser verfluchte Sturm. Okay. Komischerweise sehen wir diesen Holzfäller aber nie, ne? Der sich hier anscheinend um die Mosel Leni kümmert. Mehr war hier nicht. Vielleicht hat sie auch deswegen das Foto rausgekramt. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Hm. Achso, warte mal. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Huch, okay. Das ist ja cool. Ich klicke einfach mal. Offenbar kann ich seine Form verändern. Ja. Jetzt sieht das aus wie... Okay. Cool, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ha! Das müsste jetzt klappen, oder? Schauen wir mal. Hm. Na, dann gucken wir mal. Aber für was ist denn der andere Schlüssel, den ich hier habe? Unmöglich. Wie unmöglich? Nein. Hä? Hey? Aber... Das war wohl falsch. Moment, übersehe ich hier vielleicht was? Ah. Funktioniert nicht. Der nicht. Ah, du bist dafür gedacht, okay. Mhm. Trockene Kekse. Wenn die wohl schon hier sind. Das sind doch die Kekse, die wir damals mit Leon mitgenommen haben. Oh oh. Das muss die Kurbel zum Generator sein. Das verheißt nichts Gutes, wenn die hier sind. Nichts. Sagen Sie etwas, Oscar! Dieser Schalter hat den Generator eingeschaltet, Kate Walker. Aber Sie müssen noch den Anlasser betätigen. Okay. Danke, Oscar. Ach Quatsch. Die Frage ist, was zuerst ist. Kurbeln oder... Ich kurbel mal. Nichts. Ja. Ich muss den, glaube ich, erstmal anmachen.
Moment. Attacke. Okay, und ab zu den Leichen. Und weg ist da. Hm. Ich habe jetzt schon einige Sachen gemacht, wo ich mir dachte, hey, ich kann sowas. Wow. Oh je, yeah. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Attacke, Rinder. Aber wenn Leni schon zusammengebrochen ist, ne, dann wird er hier safe liegen. Das in dem Leichensack ist nicht Dana. Harold Exner. Männlicher, weißer, braunes Haar und war 50 Jahre alt. Es besteht Grund zu der Annahme, dass es sich um die Leiche Harold Exners handelt. Exner sollte bei der Aktion des Widerstands durch Leon Kubatis, dessen Überreste sich vermutlich ebenfalls unter den gefrorenen Leichen befinden, ausgeschleust werden. Die Gruppe wurde wahrscheinlich Mitte der 40er von einer Lawine erfasst. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Eine nicht identifizierte blonde Frau um die 40. Das kann nicht Dana sein. Dana war braunhaarig, soweit ich weiß. Weibliche, weiße, blondes Haar, blaue Augen, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Mangels Beweisen ist es unmöglich, ihre Identität mit Sicherheit zu bestimmen. Aufgrund der vermuteten Identität der anderen zwei im Eis aufgefundenen Leichen besteht jedoch Grund zu der Annahme, dass die Getötete an der Widerstandsaktion beteiligt war, deren Teilnehmer wahrscheinlich Mitte der 40er von einer Lawine erfasst wurden. Ich glaube, das ist schon mal nicht Dana. Da müsste das hier wahrscheinlich... Leon Kubatis sein. Männlicher weißer, ca. 30 Jahre alt. 30? Dann hat er aber nur 3 Jahre in der Wildnis überlebt. Naja, Wildnis, wer weiß, wo der da war, aber 3 Jahre. Ca. 30 Jahre alt, helles Haar, Körper nach jahrzehntelang eingefrorenen Sein im Eis in außergewöhnlich gut erhaltenem Zustand. Vermutlich Mitte der 40er Jahre durch eine Lawine umgekommen. Alles deutet darauf hin, dass es sich um die Leiche des Bergsteigers und Widerstandskämpfers Leon Kubatis handelt, der seit einer heiklen Ausschleusungsmission als vermisst gilt. Identität muss nach weiterführender Analyse und demnächst durchzuführende visuelle Identifizierung bestätigt werden. Leon... gestern erst gestorben. Wie in den Geschichten, in denen Leute Jahrzehnte, nachdem sie von einer Lawine davongerissen wurden, perfekt konserviert im Eis gefunden werden. Schwer zu glauben, dass er schon 60 Jahre tot ist. Das ist ebenso erstaunlich wie auch tragisch. Krass, ne? Wie gut das so konserviert ist. Erledigt, Oscar. Dana ist nicht unter den Leichen, die bei Leon gefunden wurden. Bin ich erleichtert. Jetzt, da das geklärt ist, Kate Walker, könnten wir vielleicht in etwas stabileren Räumlichkeiten Schutz suchen? Richtig. Wir sollten in der Hütte nach Demoiselle Leni sehen. Ich habe eine Menge Fragen an Sie. Also es besteht eine sehr große Chance, dass Dana sogar noch lebt. Tatsächlich. Eine sehr große Chance. Weil Junta lebt ja auch noch und Junta war ja damals schon ein bisschen älter als Dana. Kann ich mit dem nochmal reden? Nicht, dass ich dem was zu sagen gut, hätte. Gut, dass sie den Generator hingekriegt haben. Ah, danke. Du bist mir irgendwie unsympathisch. Ich geh mal nach oben.
Wo war denn ihr Zimmerchen? Hallo? Entschuldigung? Sind Sie sicher, dass Sie diesem Individuum folgen möchten, Kate Walker? Ich fand nicht, dass er bedrohlich wirkte. Eher im Gegenteil, Oscar. Ich habe mich erschrocken. Das ist doch eine Maschine gewesen, oder? Hallo? Sind Sie da? Hallo? Ist da wer? Kuckuck. Was haben wir denn da? Die Begegnung? Moment, ist das, was ich denke? In unserer Mitte. Wie Leon. Mhm. Als wenn es der. Der Stil erinnert mich an. Oh, wow, das ist der Dings. Der in seinem Brief aus Baltaya beschrieben hat. Der Affe. Das von dem. Oh, wow. Dana. Oh, wow. Dem Gorun. Nein, nicht Dana. Sie ist alt wie ich. Ich bin Kate. Kate Walker. Kate Walker? Ja. Und Sie... Sie sind der, den Leon vor langer Zeit während der Expedition gerettet hat. Nicht wahr? Ja. Der Gorun aus Baltaya. Sie sind aber weit rumgekommen, Herr... Ludwig Hartteck. Weil die Kekse Hartteck heißen. Also, Herr Ludwig, wenn ich fragen darf, was ist passiert, als Sie und Leon nach Ostertal zurückkehrten und sich dem Widerstand anschlossen? Und woher kennen Sie Dana? Leon, mein Bruder. Diese Bilder zeigen Momente aus ihrem Leben, richtig? Mhm. Ach so, muss ich die jetzt Das könnte jetzt... Sieht aus wie ein Fluss. Und diese kleine Gestalt ist verletzt. Ist das Ihre Begegnung mit Leon und den Wissenschaftlern der Expedition? Ja. Der Mann in der Mitte zwischen den anderen war auch auf den anderen Bildern. Das ist Leon, oder? Ja. Leon. Diese Gruppe, ist das Ihr Stamm, Herr Ludwig? Ja. Also lebten Sie alle zusammen in einer Höhle in Baltaya? Gut. Also haben Sie und Ihr Stamm Leon nach
dem Tod von Reinhard Berger 1937 aufgenommen. So konnte er also den Winter in den Bergen überleben. Dann sind Sie mit Leon gegangen, als er beschloss, nach Wagen zurückzukehren und sich dem Widerstand anzuschließen? Mhm. Das Bild hier, ist das der Befreiungskampf von Wagen? Vorher der Widerstand. War Dana zu dem Zeitpunkt schon beim Widerstandsnetzwerk? Ich meine, zur Zeit, als das gezeichnet wurde. Nein. Später. Das blonde Mädchen bei Ihnen und Leon ist doch nicht Leni, oder? Doch. Leni, meine Schwester. Ich wusste, dass Leni im Widerstand war, aber sie hat mir nicht erzählt, dass sie zusammen mit Leon gekämpft hat. Geschweige denn mit Ihnen. Sie ging sogar so weit zu sagen, dass sie Leon nach 1937 nie wieder gesehen hat. Derzeit mit Dana auf der Hütte. Warum sollte sie etwas so Wichtiges verschweigen? Ich muss nach Leni sehen. Kommen Sie, Kate Walker.